So Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt es bestimmt alle schon längst mitbekommen. Es ist mal wieder Black Friday, ein Wirtschaftskonzept, welches seinen Ursprung in Amerika hat und dort durch Sonderangebote dem Verbraucher einen vermeintlichen Mehrwert bieten soll. Ich selber muss zugeben, dass ich diesen Tag einfach liebe, weil es teilweise so unfassbar gute Sonderangebote gibt, dass ich sie euch in diesem Video schon fast empfehlen muss. Aber ganz ehrlich, haltet auch ein bisschen die Augen offen. Ich würde euch raten, macht es einfach so, dass ihr nicht einfach irgendwas kauft, nur weil es extrem günstig ist, sondern überlegt euch wirklich vorher, ob ihr das gebrauchen könnt oder ob das einfach nur rausgeworfenes Geld ist. Glücklicherweise war das bei mir zumindest überhaupt nicht der Fall letztes Jahr, deswegen umso besser, aber tut mir einfach den Gefallen, dass ihr da einfach überlegt, denn dieser Trend, seine Sachen aufzustocken, mehr Klamotten zu kaufen, mehr in Sachen zu investieren, ist zwar schön und gut und hat auch natürlich auch irgendwo ein bisschen seinen Sinn, aber soll gerade an so einem Tag nicht überhand nehmen. Nehmt euch außerdem auch in Acht vor dem sogenannten Listenpreistrick, was einfach heißt, dass manche Anbieter Dinge, die sowieso schon reduziert sind, einfach genauso lassen vom Preis her und Black Friday Deal drüber schreiben und dadurch denkt ihr dann, dass es günstiger ist, obwohl der Preis eigentlich genau derselbe ist wie davor. Aber ganz ehrlich, man sollte natürlich auch die positiven Seiten sehen und das sind natürlich die Angebote, die es dieses Jahr gibt und in diesem Video erfahrt ihr eben meine besten Anlaufstellen, wo ihr dieses Jahr am meisten Geld sparen könnt. In Sachen Sneakern kann ich euch als allererstes ganz einfach Footlocker empfehlen, denn da soll es dieses Jahr sowohl in den lokalen Footlocker-Shops als auch online teilweise bis zu 50% auf alle Sneaker geben, was einfach unglaublich krass ist. Ich muss zugeben, ich habe mich selber schon fast dabei erwischt, einen Schuh zu kaufen, den ich gar nicht gebraucht habe, nur weil er so günstig war. Und ganz ehrlich, 50% auf einen Schuh, den man aber wirklich braucht und den man haben will, ist auf jeden Fall sinnvoll. Deswegen Footlocker auf jeden Fall eine sehr gute Anlaufstelle. Ganz abgesehen davon gibt es diese Woche auch noch bei Snipes 50% auf die meisten ausgewählten Marken und auch auf einige Sneaker. Deswegen kann man da auch mal vorbeigucken. 50% auch bei Snipes. In Sachen Basics kann ich euch auf jeden Fall an erster Stelle ganz einfach ASOS empfehlen, weil es da auch die ganze Woche über einige Sonderangebote gibt. Heute gab es zum Beispiel Prozente auf Übergrößen, das heißt, jeden Tag ist irgendwas anderes dran und da kann man auf jeden Fall die ganze Woche abstauben, aber natürlich auch am Black Friday gibt es da krasse Sonderangebote und ich persönlich kaufe die meisten Basics bei ASOS ein und dass es da Prozente gibt, ist natürlich umso besser. Was in Sachen Basics auch noch sehr überzeugen kann, ist Fuck Brands, weil man da auf den gesamten Einkauf am Freitag 20% bekommt. Da gibt es übrigens auch noch meinen Merch, falls ihr den kaufen wollt, bekommt ihr auch für den 20% bei Fuck Brands, deswegen kann man sich das auch genauer angucken, vor allem, weil es mein Merch ist. In Sachen Hosen habe ich persönlich drei Anlaufstellen und die erste davon wäre H&M, was sich jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch anhört, aber ganz ehrlich, auch eine H&M-Hose tut ihren Job vollkommen und sieht auch gut aus, deswegen bei H&M gibt es natürlich auch sowohl in den Läden als auch online Prozente, was auf jeden Fall sehr nice ist. Wer ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen will, sollte mal bei Minimal oder Represent vorbeigucken. Ich glaube, bei Represent werde ich dieses Jahr einiges liegen lassen, aber ich finde gerade bei Represent die Grundästhetik von einigen Klamotten so unfassbar nice, dass es da auf jeden Fall Sinn macht, sich da eine Hose oder eine Sweatpant oder sowas zu kaufen. Und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich interessantesten Punkt, nämlich High Fashion. Und da kann ich euch an erster Stelle Luisa Via Roma empfehlen, weil es da dieses Jahr unglaublich gute Angebote geben soll. Letztes Jahr ist das Ganze schon fast ein bisschen eskaliert und es gab wirklich so krasse Angebote, dass einige Jacken von 600 auf 200 Euro gefallen sind, was mir mein Kollege Mahan gesagt hat. Vielen Dank nochmal, Bro, für diese Info an dieser Stelle. Aber das ist auf jeden Fall krass, weil man da auf Designersachen echt viel Prozent bekommt. Außerdem habe ich mir sagen lassen, dass es bei Farfetch auf den gesamten Einkauf am Black Friday 20% auf alles gibt, was auf jeden Fall auch echt nicht zu unterschätzen ist. Deswegen sowohl luisaviaroma.com als auch farfetch.de, glaube ich, sehr gute Adressen, falls ihr High Fashion kaufen möchtet.